Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe hier von Quer durch Europa im ETS von der Türkei nach Spanien nach... Wir werden es gleich sehen, wo wir hinkommen. Auf jeden Fall, das wird die letzte Folge werden. Wir haben nur noch 90 Kilometer, also das heißt, wir werden jetzt bald dort aufschlagen, wo wir abladen müssen. Es ist nicht mehr weit, meine Freunde. Dann haben wir es vollbracht. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir für diese Tour bekommen. Wir bekommen ja ein paar Euros dafür. Auch schon ein paar Euros gelassen. Naja, die konnte ich wieder nicht beherrschen. Ich bin zu schnell gefahren. Biegestationen übersehen. Ach nee, was es nicht all auf dieser Tour hier gegeben hat. Es ist viel, viel passiert auf dieser Tour. Also für alle diejenigen, die nicht von Anfang an dabei gewesen sind. Ja, es lohnt sich, sich die ganzen Folgen nochmal anzuschauen, um mal zu gucken, welche Erlebnisse denn der Andy so unterwegs all hier runter gehabt hat. Also in der heutigen Aufnahmesession gab es noch ein Erlebnis. Das war, dass im Schneckenrennen ein Auto noch rechts neben mir war und er nicht da wegfahren wollte. Und ich im Spiegel auch nicht mehr sehen konnte. Passiert. Das Überbewerten ist auch nur ein Spiel. Aber ne, ärgerlich ist es schon. Was ich mir auch so ein bisschen wünschen würde, ein bisschen mehr moderne Technik noch in so einem LKW. Die ja mittlerweile ist auch die draußen. Es gibt ja den Bremsassistenten, ne? Wenn man also zu nah auf ein Hindernis auffährt, dass er automatisch bremst, der LKW. Also ne, auch das wäre mal ein Wunsch meinerseits an die Entwickler da draußen oder auch an die Modder, vielleicht kriegt ihr das irgendwie hin, dass das hier auch gibt und. Also das ist also auch da mal ein bisschen, ja, besser wird. Es gibt ja auch bei dem Auto so viel Technik und auch, ne, die LKWs würde ich mir da mal ein bisschen mehr Technik noch wünschen, mehr Sicherheit für beide Seiten, ne? Weil ich sag mal, so ein LKW, der kann schon, ne, tödlich enden für jeden Autofahrer oder auch für jeden, der kleiner ist als er. Halten Sie sich rechts. Und von daher, ja, ein bisschen mehr Sicherheit. Bisschen mehr Technik wäre auch da mal sehr wünschenswert. Sie sich rechts und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Da sind wir noch. Algeciras. Genau. Da sind wir noch. Erster Aufenthalt. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der mal rechten hier. Straßenseite. Bin ich jetzt mal gespannt hier. Wenn wir nicht hin müssen. Oh, jetzt weiß ich, wie ich vergessen habe. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt, erste Ausfahrt. Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Okay. Halten Sie sich rechts. Ich will nicht rechts gucken. Ja. Von links nehmen Sie kam jetzt die kein Ausfahrt. Auto. Weil, ja, ihr habt genau gesehen, da war kein Lichtspiegel auf der Straße. Kollegen hier.
haben eine Werkstatt. Sehr schön. Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Sehr schön. Den LKW mal reparieren lassen. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Da ist die Werkstatt. Sehr schön. Demnächst biegen Sie links ab. Doch, hier ist die Werkstatt. Biegen Sie links ab. Erst biegen da links, dann rechts. Was denn jetzt, Junge? Kannst du mir entscheiden? So, Stoppstraße, 21, 22, 23. Und jetzt können wir wieder raus. Ah, hier ist auch direkt eine Tankstelle. Sehr schön. Demnächst biegen Sie links ab. Demnächst biegen Sie links ab. Okay. Biegen Sie links ab. Ja, hallöchen, Freunde. Buenas tardes. Was? Sie haben das Ziel erreicht. Kann das hier? I don't know. So, mal gucken. Okay, wo müssen wir hin? Hä? Da hinten? Okay, wollen wir mal gucken gehen. Was denn hier sein soll? Ach, da hinten links. Okay. Oh nö, ernsthaft? Will ich da reinkommen? Wieder hier. Hat's allerliebster. Was ist das denn jetzt hier? Ist ja eine Laterne. Ach du Schande. Jetzt ja nicht dein Ernst hier, oder? Nur hier mal sehr erschwerte Bedingungen hier. Mal gucken, ja. Wer Andy das denn hinbekommt. Ja, die nachfolgenden Sendungen können sich nur noch um Stunden verschieben. Wenn ihr das Thema geregelt kriegt. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich das auch noch hinkriege. Da habe ich mir gerade mal den Spiegel abgefahren. Na, egal. Was soll's? Na Wahnsinn! Was hätte ich jetzt in der Nähe gedacht? Das doch noch so schnell hinbekomme. Ich dachte, ich brauche da ein bisschen länger für. Schon abladen. Ja, sehr schön. Danke. Also nett von dir.
So, wollen wir mal gucken. Ausgezeichnet. Tour beendet. Wow. So viele Punkte. 6.920. Und ich habe noch ein Level dazu gewonnen. Na, herzlichen Glückwunsch auch, Freunde. 1.848 Liter haben wir verbraucht. 4.397 Kilometer. Ja, Wahnsinn. So, dann wollen wir mal hier fortfahren. So. Just in time. Okay. Just in time. Ja, Freunde. Das war es. Von dieser Tour. Mal gucken, von wo sie aus denn gestartet ist. Hier sehen wir es ja. So. Von Endrine nach El Geciras. Ich will hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich für meinen Teil habe viel, viel Freude gehabt auf der Tour. Auch manche traurige Momente, wo ich dann doch ja, das ein oder andere, der ein oder andere Euro bezahlen musste. Naja, gucken wir mal, ob das in Zukunft ein bisschen besser wird. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr darauf achten, damit wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das war es an dieser Stelle von mir. Ich sage danke fürs Einschalten. Einen schönen Donnerstag noch. Morgen einen schönen Start in das Wochenende. Und ja, nächste Woche schauen wir dann mal, wo uns die Reise denn wieder hinführt. Bis dahin, macht es gut, euer Andy und bye bye.